Jetzt ist schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und mal wieder mit einer neuen krassen Frage. Also die ist wirklich zum Anschnallen, sage ich mal gleich wieder. Genau, ist wieder Anfang des Monats. Diesen Monat gehen wir wieder los. Selbstliebe-Challenge Advanced, Wohlfühl-Challenge und erstmals der Eifersuchtskurs Mitte des Monats. Und dann kommt ja auch bald die Selbstbehauptungsgeschichte ganz neu. Ja, also wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du auf vom Einformular auf liebische.de machen. Und diese Frage musste ich wirklich fünfmal lesen, bevor ich sie überhaupt verstanden habe. Ich hoffe, ich habe sie überhaupt richtig verstanden. Von Andrzej Kolaw. Und er schreibt, hallo, ich hatte mit meiner Freundin ein Gespräch über große Liebe. Ist das schon, also ich habe es ja, ich sage immer wieder, ich habe es überhaupt nicht mehr mit Romantik. Weiß nicht, ich finde einfach, man soll das genießen, was schön ist. Und wenn es nicht mehr schön ist, dann genießt man es halt nicht mehr. Aber dieses ganze Gerede über große Liebe, weiß ich nicht. Wir haben beide gesagt, dass unsere Ex-Partner unsere große Liebe sind. Da frage ich mich natürlich schon so, mein Gott, warum wollt ihr überhaupt in eine Beziehung gehen, ne? Wenn er schon gleich so, ist es da nicht besser, Single zu bleiben oder, ja, weiß ich nicht, ein bisschen Hallenhalmer zu spielen meinetwegen und ja, keine Ahnung, weil wenn man schon gleich weiß, da kommt irgendwie nichts Dolles bei raus. Aber gut, soweit, so gut. Beide haben wir aber mit dem Ex-Partner abgeschlossen. Es klingt nicht so ganz so, wenn man so sagt, es war die große Liebe, aber na gut, meinetwegen. Und sind bereit für was Neues. Ich habe meiner Ex damals verziehen, dass sie fremdgegangen ist. Also das ist schon der nächste Irritationspunkt für mich, muss ich sagen, weil passt in meinem Weltbild jetzt nicht so hundertprozentig zusammen, große Liebe und fremdgegangen. Stellst du sie vielleicht auf den Podest? Keine Ahnung. Also jemand, der mir fremdgegangen ist, der wird von mir nicht das Label kriegen, große Liebe, da bin ich mir ganz, ganz sicher so. Aber gut, also bis hierhin okay. Also ich habe meiner Ex damals verziehen, dass sie fremdgegangen ist. Meine neue Freundin denkt jetzt aber, jetzt wird es echt schräg, es wäre nur gerecht, wenn sie mir auch fremdgehen darf. Das ist ohne Scheiß. Steht ja echt. Ja, okay. Als Zeichen der Gleichberechtigung, damit sie sieht, dass ich nur sie will. Oh Gott, ey, tut mir echt so leid. Also Mailschreiber, wirklich. Was kann ich dazu sagen? Ich bitte um Hilfe. Also ich meine, das ist an so vielen, ich bin da echt ein bisschen sprachlos, weil das auf so vielen Ebenen komplett schräg ist. Also ich versuche es jetzt mal, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach so crazy. Also was hat deine Freundin jetzt zu tun mit der alten Beziehung? Also nichts, also Fremdgehen ist scheiße. Warum sollte das in einer neuen Beziehung nicht scheiße sein? Also so, aber sie macht jetzt so ein Ego-Thema draus. Also ich versuche es jetzt mal zu verstehen. Also sie macht so ein Ego-Thema draus. Du hast deine Ex-Freundin so geliebt, dass du sogar Fremdgehen verziehen hast. So. Und jetzt sagst du aber zur neuen Freundin, du wirst eh nicht meine große Liebe. Und dann sagt deine neue Freundin jetzt, also musst du mir jetzt beweisen, dass du mich genauso liebst wie die alte. Und dafür muss ich jetzt erstmal fremdgehen. Und dann kannst du mir beweisen, dass du mich genauso liebst. Und dann was? Also das ist, ich meine, ich weiß gar nicht, das ist einfach dieser. Also ich kann euch nur eine Sache raten und das wird manchmal unterschätzt in meinem Programm. Ich weiß nicht, ob ich das nicht deutlich genug sage, weil eine ganz große Regel in meinen ganzen Datingkursen, Liebeschip-Programmen ist wirklich, immer wenn irgendwas, ich sag jetzt mal so umgangssprachlich, irre, crazy, unlogisch, völlig out of order rüberkommt, ist das ein Zeichen, diesen Dating-Prozess nicht fortzusetzen. Das ist meine Lehre, so, ne? Ich meine, was soll man denn dazu sagen? Also, ich meine, das ist so, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen soll. Also, irgendwie, also, es ist so, als wenn du ein Auto fährst und du machst mit diesem Auto einen schweren Unfall und du überlebst diesen Unfall. So, jetzt hast du ein neues Auto und jetzt fehlt dir Vertrauen in das Auto
Und das ist, als wenn du dann nochmal vor die Wand fahren würdest, nur um zu beweisen, ja, auch das neue Auto könnte mein Leben retten. Das ist genauso crash-resistent. Also das wäre so die gleiche Logik, dass dann beide Autos Kernschrott sind. Das wird er komplett unter den Tisch fallen lassen. Also wie auch hier, dass natürlich nicht nur die alte Beziehung dann Schrott wäre, sondern die neue Beziehung auch Schrott wäre. Und warum denkt sie überhaupt über Fremdgehen nach? Also ich kann euch nur, ich meine, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, was ihr dazu sagt. Also ich finde, es gibt einfach so Fragen, da bin ich einfach, denke ich einfach nur, vielleicht sollte die Menschheit doch untergehen. Ich weiß nicht, na, Spaß natürlich, aber versteht, das ist einfach, aber ich kann euch nur einen, also mein ehrlicher Rat wäre zu sagen, sorry, das ist so crazy, was du sagst, wenn du so ein Ego-Problem hast, dann lassen wir es lieber, ne? Und also ich, und vor allen Dingen kann ich jedem Mann, eigentlich auch jeder Frau, nur raten, ihr müsst einen Scheiß beweisen. Also wenn jemand kommt, du musst mir irgendwas beweisen. Und aber gut, ich meine, das, also diese Ego-Themen gibt es häufig, das ist hier zugegebenermaßen krass. Aber dass also ein neuer Partner so ein Ego-Thema draus macht, so bei der alten Beziehung hast du aber das und das gemacht und in der neuen machst du aber das und das und liebst du mich vielleicht weniger. Also das sind Gespräche aus der Hölle. Also ich kann nicht nur raten, die auch, selbst wenn ihr diese Person weiter daten wollt, die nicht zu führen und zu sagen, sorry, also was ich jetzt in der letzten Beziehung gewesen ist, das ist jetzt nur echt kein Thema hier. Das ist jetzt vorbei. Deswegen ist es manchmal auch besser, gerade am Anfang da weniger drüber zu reden, über alte Beziehungen ist vorbei. Habe ich auch keinen Bock drüber zu reden. Tabula rasa, jetzt geht's von vorne wieder los. Und ganz ehrlich, könnt ihr auch sagen, das geht dich auch nicht an, das geht nicht an. Ja, was ich da gemacht habe. Und wenn du mich jetzt mit meiner alten Freundin vergleichen willst, dann sind wir hier falsch. Ne? Also, sorry. Ne? Also, was ich zwischen den Zeilen lese, ist, dass du es versucht hast, der alten Freundin recht zu machen, dass du es versucht hast, der neuen Freundin recht zu machen. Und ich kann dir nur raten, hör damit auf. Und date jemand, der irgendwie ein bisschen durchdachtere Sachen sagt, vielleicht. In diesem Sinne, freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns bald wieder.